Jo Freunde, Zelos hier und damit herzlich willkommen zum Informationsvideo für den Rückrundendorf zusammen mit dem guten Eve. Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Du kannst noch was sagen. Ja, du kannst gerne weitermachen. Ich habe gedacht, du wolltest noch was sagen. Ja Freunde, ein herzlich willkommen zum Rückrundendorf. Wie ihr es wisst, ist es jetzt soweit. Wir haben die erste Hinrunde beendet in der Liga und wir machen jetzt den Rückrundendorf. Beim Rückrundendorf wird es natürlich so sein, dass wir einige Pokémon abgeben können oder abgeben werden. Und wir dürfen uns neue Mons picken für die Punktzahl, die wir wieder offen haben. Genau, also wichtig ist einfach nur, dass ihr wisst, jeder Teilnehmer darf maximal 5 Pokémon austauschen. Die Rückrunde, also der Draft, wird auch nur maximal 5 Runden gehen. Wichtig dabei ist Bardel, der ist damals, ich glaube, nach dem 5. Spieltag für PTTV eingestiegen, für den lieben Daniel. Er darf jetzt zum Beispiel, weil er den kompletten Kader übernehmen durfte, beziehungsweise musste, darf er halt 5 Pokémon plus sein Signature austauschen, was wir zum Beispiel nicht austauschen dürfen. Wir dürfen zwar die Z-Stein-User umbenennen, aber wir dürfen unser Signature nicht austauschen, sprich bei Eve ist das Lando E und bei mir ist das halt Sandrus T zum Beispiel. Und genau, die Signature bleiben alle, aber wir ganz normal für die freien Mons, die wir halt zur Verfügung haben, 5 Stück, beziehungsweise dürfen wir da rausschmeißen. Genau, in den Regeln ändert sich da nichts. Wie bei den Hinrunden-Draft. Und halt, genau, wichtig, notiert euch das alle, Freunde, Samstag 18 Uhr live auf YouTube auf Eves Kanal. Da kommt dann der Draft, ja. Dann geht der Love los. Aber ich denke, wir werden diesmal nicht so lange benötigen wie letztes Mal, Freunde, weil wir. Wie gesagt, 5 Runden war maximal, denke ich mal, 2 Stunden. Allerhöchstens. Ja. Genau. Aber wenn einige coole Monster sein, ich habe mir schon ein bisschen was überlegt, was ich rausschmeißen will. Ja, ich auch, aber ich will noch nicht zu viel verraten. Wie gesagt, wenn ihr nicht, dass du mir was wegpicken wenn ihr nicht um 18 Uhr könnt, kein Problem, das Video wird wie beim Hinterrundorf gespeichert und dann kommt es auf Eves Kanal dann hoch, ne, oder? Doch. Genau, dann kann das in der Playlist ganz normal für alle hinzugefügt werden und dann habt ihr das auch drauf. Das heißt, ihr könnt es euch nochmal im Nachhinein sehen, was passieren wird, wer gesniped wird natürlich wieder. Was wird wieder abgegeben, ne? Starke Mons werden weggegeben, neue werden gepickt, einer will vielleicht das starke Mon vom anderen Teampartner haben. Vielleicht gibt es auch schon so kleine Intrigen untereinander, die sich da, oder Teams, die sich gebildet haben, um die Mons zu tauschen. Gibt's kann auch schon sein. Ich will unbedingt Zygarde. Schauen wir mal. Gut, dann würde ich sagen, haben wir alles gesagt. Wir freuen uns auf euch. Samstag 18 Uhr alle einschalten. Ja. Könnt ihr fleißig im Chat mitdiskutieren, was wir vielleicht so raustauschen werden oder was sinnvoll für unsere Kader sind. Ja, ein bisschen aktiv wieder ganz normal sein und gucken. Vielleicht könnt ihr auch ein bisschen mitbestimmen. Ich werde, glaube ich, ein bisschen mitgucken, was ich da wegpicke und was nicht. Genau. Oder was ich und wir schreiben halt da mit euch in dem Chat. Gut, dann würde ich sagen, war's das. Bis Samstag 18 Uhr und bis dann, haut rein und ciao. Ciao.